Servus YouTube, herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von 7 Minutes Quads. Ja, wir sind wieder am Start und heute gibt es mal wieder eine coole Episode. Letztes Mal gab es ja die Silber-Episode, heute wollen wir wieder ins Gold, 7 Minutes Quad Turnierchen, könnte man ja sagen, in die Challenge auf Gold starten. So, die Silber-Episode hat ja relativ gut funktioniert, nicht so prickelnd, aber auch nicht so schlecht, aber trotzdem ist Gold immer noch ein bisschen schöner und interessanter, weil es da mehr Spieler gibt, die man auch kennt und einbauen kann. Und deswegen wollen wir das heute natürlich versuchen. Wir haben ein relativ uninteressantes Team of the Week und wir haben kein Team of the Season mehr, aber wir haben nur noch die Legenden, die wir sowieso nicht ziehen, aber vielleicht haben wir ja Glück und ziehen trotzdem irgendwas Cooles. Haben jetzt den Messi auf dem Cover, den wollte ich auch haben. Und schauen mal, ob wir dann irgendwas Vernünftiges in diesem Pack drin haben, wer mit dem wir arbeiten können. Das ist einfach das Wichtigste, denn ja, ohne Arbeit kein Vergnügen. Würde ich mal behaupten. Und wir ziehen bitte kein Non-Rare, es ist Tyton. Ach du Scheiße, was für ein behindertes Pack. Sambuesa als linker Mittelfeldspieler und wir müssen anscheinend Tyton nehmen. Den Keeper von PSV, da habe ich aber ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Und deswegen machen wir einfach nochmal ein Pack auf. Weil Tyton ist... Nein, ich habe immer die Auswahl zwischen zwei gehabt. Das waren andere beide, waren Silberspieler. Da kannst du nichts machen. Das ist einfach relativ unmöglich. Deswegen versuchen wir es nochmal. Und hoffen einfach, dass es diesmal besser werden wird. Ich überlege gerade, wie man hätte das machen können, aber das geht einfach nicht. Deswegen hoffe ich, dass ihr das versteht. Und wir ziehen Dropny. Das wird ja immer beschissener. Und mittlerweile stimmt's ja wieder, ne? Aber ist trotzdem. Nehmen wir Rotness, Dropny, so scheiß Nation. Oh Mann. Ich will nicht Dropny oder Rotness nehmen. Ich nehme Dropny, aber nur mit ganz viel. Ah, gut. Das ist eigentlich nicht möglich, aber gut. Wir versuchen es trotzdem natürlich, wir haben keine andere Wahl. Stellen Dropny ins Tor und wir spielen 4-2-3-1, habe ich mir schon vorher ausgesucht. Nicht im 4-2-3-1-2, sondern normal mit den 3 ZOMs. Und hoffen, dass wir da irgendwas Vernünftiges hinkriegen werden. Dropny ist natürlich jetzt ein Keeper, mit dem man eigentlich relativ wenig machen kann, außer Bundesliga. Aber vielleicht finden wir da was Vernünftiges. Ich suche jetzt mal wieder eine Stoppuhr, die ich wie immer noch nicht geholt habe, aber das ist nicht so schlimm. Stoppuhr. So, mal sehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf den Transfermarkt. Da sind wir schon. Und starten in 3, 2, 1 und Start. So, auf geht der goldene Fisch. Hier war es mal die Bundesliga. HSV hat ja nur Westermann, ne? Als Innenverteidiger. Ich meine, gut, sie haben auch Tah und Messian, aber die sind Silber. Adler, Diekmeyer, das sind alles Außenspieler. Ja gut, das ist also dementsprechend unmöglich. Deswegen müssen wir jetzt irgendwen anderes aus der Bundesliga holen. Welche guten Innenverteidiger gibt es aus der Bundesliga? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Und mir fällt da spontan erstmal kein vernünftiges Duo ein. Das ist immer nicht so gut. Obwohl, wir können zu Bayern gehen. Machen wir auch mal. Und dann holen wir uns da den guten Dante. Und den guten Boateng. Ja, ich hätte vielleicht mal auf Innenverteidiger stellen sollen. Dadurch geht natürlich wieder wertvolle Zeit verloren, aber egal. Das juckt sowieso nicht. Wir haben sowieso Dropny und dementsprechend verloren. Soll natürlich jetzt wieder nicht ein HSV-Hate sein, nein, aber überhaupt nicht so viel, war einfach scheiße. So, für Dante, was geben wir denn für Dante aus hier? 2000, ernsthaft, so viel kostet der noch? Na, von mir aus. Nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das dauert auch immer elendig lange, so. Okay, haben wir jetzt schon mal die ersten beiden Spieler am Start. Und eine Minute rum, das ist nicht so gut, aber... Ich denke mal, da kann man noch einiges machen, denn ich habe ja ein bisschen Ideen. Ich habe zumindest eine kleine Idee. Gut, den packen wir in den Verein und den haben wir sogar schon im Verein. Ich bin so ein Idiot. Schnell wieder loswerden. So, ich stelle die übrigens immer so günstig rein, damit ich sie gleich loswerde. Wie gesagt, Ultimate Team reizt mich sowieso fast gar nicht mehr. Gut, was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir einen Rechtsverteidiger aus Deutschland, der nicht in Deutschland spielt. Und da gibt es eigentlich nur einen, der Gold ist, und zwar ist das Sascha Rita aus der Premier League. Aber das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich, weil Rita ist ein relativ guter Spieler. Ich werde nicht den Inform nehmen, sondern ich werde den Non-Inform nehmen, weil es nur für ein Spiel ist und es lohnt sich einfach nicht. So, nehmen wir den hier mit. Rita ist eigentlich auch ein Spieler, den ich cool finde. Aber gut, er ist jetzt abgestiegen, das heißt, nächste Saison gäbe es nicht mehr diesen Link in die Premier League, sondern nur in die zweite englische Liga, vorausgesetzt er wechselt nicht, was ich nicht glaube. So, jetzt brauchen wir einen Linksverteidiger aus Brasilien, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können auf, nehmen wir Non-Rare oder gehen wir mal in eine Top-Liga, gehen wir mal in die BBVA.
holen wir uns Marcelo. Auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass ich Marcelo schon im Verein habe, aber das ist ja wieder egal. Wir können auch Felipe Luis nehmen, das ist eigentlich relativ egal. Ich will eigentlich Marcelo haben. Ich setze ihn mal auf die Watchlist, zählt ja als gekauft, weil ich nicht weiß, ob ich ihn im Verein habe. Ich will ihn jetzt nicht kaufen und dann sagen, ja, scheiße. Gut, jetzt brauchen wir einen Sechser aus der Liga BFH, der nicht deutsch ist. Obwohl, deutsch könnte er von mir aus sein, das ist mir egal. Itura, Benyat, Alonso, Diop, Song sieht interessant aus. Song könnte man machen. Ja, das könnte ganz cool werden. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ja, das kriegen wir schon hin, Vielleicht müssen wir ein bisschen mit Silber arbeiten, das könnte durchaus sein, aber trotzdem ist das, glaube ich, gar keine schlechte Idee, mit Song zu arbeiten. So, der hat jetzt den Link von Marcelo und hat sonst noch keinen Link. Das heißt, wir bräuchten am besten einen ZOM, der Kameruner ist. Gibt es einen kamerunischen ZOM? Ich weiß... Ach, wurde mit K geschrieben. Wir sind ja gar nicht im Englischen. Wo ist denn K? Na da. Gibt es einen vernünftigen kamerunischen ZOM aus Kamerun? Wow. So außer die BVA, ja, Song und ein Bier halt. Ne? Ja, also das ist beides nicht so geil. Außerhalb von der Liga BVA vielleicht. Ich würde Eto nehmen, um die beiden zu verlinken, aber ansonsten gibt es nur. Ja, Imana. Na. Obwohl, Imana. Nehmen wir mal Imana mit. Und dann stellen wir Imana in die Mitte. Ja. Stellen dann auf den Sechser aus der BPL Matic. Obwohl, nee, geht gar nicht. Sechser BPL. Ja, scheiße jetzt. Haha, gibt es da einen Deutschen? Man könnte da Luis Holtby hinstellen, aber der hat ja auch noch einen Perfect-Link. Gibt's da noch wen anders? Es gibt noch Özil, ja gut, von mir aus. Wenn es denn sein muss. Das war eine beschissene Idee. Oh, fuck. Obwohl, könnte funktionieren. Könnte funktionieren. Nehmen wir einfach Özil. Warum kann Schürrle kein Sechser sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, weil ich gerade überlege, dass das gar nicht so klug war. Na egal. So, als nächstes brauchen wir Sami Eto'o. Das heißt, einen Zehner von Chelsea, was keine gute Idee ist, da einfach so zu suchen. Da müssen wir schon Eto'o eingeben. So. 5600 nehmen wir mit. Gut, jetzt haben wir noch anderthalb Minuten knapp. Und wir sind immer noch dabei zu überlegen, ich zumindest. Was nicht so schön ist. No Links Wasted, da sind wir jetzt schon mal raus aus der Geschichte. Wir können jetzt noch ein ZOM nehmen aus Kamerun, am besten aus einer anderen Liga. Kommen dann trotzdem nicht auf viele Nationen. So, Özil braucht jetzt keinen Link mehr. Eto'o bräuchte mit Imana auch keinen Link mehr. Imana braucht aber noch einen. Das heißt, wir brauchen noch einen, von mir aus auch einen Stürmer aus Kamerun. Das wäre mir auch recht. Aber er muss halt einen Strongling zu Imana haben. Das ist wichtig. Und ich bin mir ehrlich gesagt gerade ziemlich sicher, dass es da keinen gibt. Er müsste in der Liga MX spielen. Und es müsste auch noch ein ZOM geben. Ja, das sieht scheiße aus. Das sieht echt scheiße aus. Liga MX. Gibt es sogar einen. Und wahrscheinlich ist es Imana. Natürlich ist es Imana. Scheiße. Ja, gut, das war's dann wahrscheinlich. Wir könnten noch, ja doch, okay, es gibt noch eine Möglichkeit, dann müssen wir anders mit Imana machen, aber ich glaube nicht, dass wir das in der Zeit noch schaffen werden. Nein, werden wir nicht. Das heißt, wiederum haben wir die Challenge nicht gepackt und das ist schade, aber ich glaube trotzdem, dass das nicht so schlimm ist, denn ein cooles Team könnte es trotzdem werden. Ich baue das mal eben zu Ende und melde mich dann gleich wieder. So, Freunde, wir sind zurück und wie ihr sehen könnt, haben wir das Team vervollständigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Es hat ein bisschen länger gedauert als 7 Minuten, ich gebe es zu. Es hat ungefähr 1,5 Minuten gedauert. Aber
es ist jetzt im Endeffekt geworden ein No Links Wasted PSG. Ja, ich meine, gut, es sind jetzt nur zwei Silber- und ein Bronzespieler, aber trotzdem ist es PSG, ja, muss man da ganz ehrlich mal so sagen. Und wir haben sogar 1, 2, 3, 4, 5 Nationen und 1, 2, 3, 4, 5 Ligen. Und das finde ich ganz geil, oder? 5 Nationen, 5 Ligen, dazu BSG, No Links Wasted und in 8 Minuten erstellt. Das gefällt mir ganz gut. Ich meine, gut, Özil auf dem 6er ist vielleicht nicht ganz ideal, Dropni im Tor auch nicht. Da müsste man eher jemanden wie Benaglio in Form hinstellen, damit das Team spielbar wäre. Aber trotzdem ist es, denke ich mal, ein Versuch wert. Und deswegen huschen wir jetzt mal ganz geschwind in ein Einzelspiel und hoffen mal, dass wir da irgendwas gewinnen können. So, wir haben endlich einen Gegner gefunden. Er ist absolut viel zu stark für uns, aber das ist mir gerade ehrlich gesagt so egal, weil ich gehe hier langsam ein in diesem Zimmer. Es ist viel zu warm und deswegen spiele ich jetzt einfach gegen den, egal was er für ein Team hat, und werde untergehen höchstwahrscheinlich, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt so egal. Ja gut, es ist nicht ganz so schlimm. Es ist Fabregas, Isco, Koke, Griezmann, Costa, Pedro, Juan Fran, Pepe, Godin, Philippe Luis und Casillas. Mit Mourinho als Trainer ist natürlich immer noch nicht besonders geil, weil immer noch sehr stark im Vergleich zu unserem Team. Aber vielleicht haben wir ja trotzdem irgendeine geringe Chance, zumindest uns nicht komplett zu blamieren. Und dann mache ich hier fast die komplett unverdiente Führung nach 30 Minuten. Die erste zeigenswerte Szene war das, weil das die erste wirkliche Chance war von Özil. Hier, der jetzt auch die Ecke reinbringen wird. Wen haben wir da? Da haben wir Imana war das, Mbia war das. Bis jetzt ein extrem langweiliges Spiel. Der Gegner schießt ein paar Mal, aber das war bisher alles noch nicht wirklich zeigenswert. Mein Schuss gerade eben war die erste richtige Chance und ansonsten echt nicht viel los hier gerade. Da komme ich gerade zu ein paar mehr Chancen und mein Gegner kommt zu seiner ersten richtigen Chance. Mit Diego Costa hier. Macht fast das 1:0. Aber hat jetzt nochmal eine Ecke. Eigentlich müsste jetzt gleich Halbzeit sein. Dann seht ihr mal, dass das echt. Obwohl von den Sets her geht es eigentlich, denke ich mal, hier nochmal eine gute Kopfballchance. Weil ansonsten ist das ein ziemlicher Graupenkick, muss man ganz ehrlich sagen. Es passiert wirklich fast gar nichts. Und wenn es da mal wirklich ein paar Angriffe gibt, beziehungsweise ein paar Chancen gibt, dann entstehen die immer alle nach einem Angriff. Also es gibt immer so 3 Chancen nach einem Angriff. Und das ist ehrlich gesagt bisher relativ langweilig zu spielen und anzusehen. Aber gut, wir haben jetzt Halbzeit. Mal sehen, was die Sets so hergeben. Oh, das sieht von den Schüssen eigentlich ganz ordentlich aus. Aber ich sag euch ganz ehrlich, das war es nicht. Imana zeigt hier mal, dass er wirklich ein Tier ist und am Ball bleibt. Jetzt will er mal eine gute Flanke schlagen. Nee, kommt nicht so gut, aber auch ganz gut zerfuckt. In der Mitte haben wir ja kopfballstarke Spieler mit Mbia und auch Itok an Köpfen. Flanke kommt, Kopfball kommt, Tor ist da, trotzdem zählt es nicht, weil es abseits war. Und es steht 1:0 für den Gegner. Ibrahimovic wurde eingewechselt und macht ihn natürlich die Bude. Darüber freut er sich jetzt natürlich sehr, aber ganz ehrlich, es ist bisher ein Graupenkick bis nach Meppen. Von daher beschwere ich mich darüber jetzt nicht. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Und Dongu Zafak macht den Ausgleich. Ja, so schnell kann es dann gehen. Fehlpass im Mittelfeld. Und zack ist der Konter da. Und Zafak ist halt schnell und macht hier dementsprechend das Tor. Setzt sich klasse durch gegen Godin, der gar keine Chance hat. Und auch Casillas kann den Ball nicht mehr halten. Und somit haben wir das 1:1 gemacht. Jetzt hat er hier gerade höllisch angefangen zu laggen. Aber noch sind wir auf dem Weg zum Tor. Noch ist was möglich. Eto'o, Flanke kommt. Zafak ist nicht so kopfballschwach. Komm, schaff es, du schaffst es. Die Flanke kommt, aber auf den ersten Pfosten. Özil? Nee, doch. Ach, scheiße. Und es steht tatsächlich nach diesem behinderten Lex 2:1 für den Gegner durch Ibrahimovic. Es ist echt lächerlich. Ich bin jetzt seit, ich glaube, 5 Minuten oder so, habe ich 15 Ingame-Minuten geschafft. Das ist unfassbar scheiße. Ich predikte das 3:1, aber es leckt wie sonst was. Und er ist echt zu bescheuert, weil er sweaten muss. Oh, ist das ein Lappen, Alter. Und gegen so einen verliere ich hier. Nein, das gibt's doch nicht. Komm. Oh Gott, nein, jetzt verliere ich tatsächlich hier. Das war die Riesenchance zum Ausgleich. Und Zafak vergibt sie leider. Vielleicht nochmal nach einer Flanke von Marcelo. Hinten steht Eto'o und Zafak steht da auch. Wird umgerempelt.
Safak ist immer noch am Ball. Der kann ihn ja nicht im Tor unterbringen. Trotzdem ist der Ball immer noch nicht weg. Und wir hatten aber jetzt müsste es vorbei sein. Pass geht raus aus der Verteidigung und es geht aus mit 2 zu 1. Ich kann echt nicht sagen, dass verdient ist für einen Gegner. Er hat öfter aufs Tor geschossen, gebe ich ehrlich zu, aber trotzdem. Nee, sorry, also das war nicht verdient. Hat eigentlich nur gewonnen, weil er Ibra eingewechselt hat und Glück hatte mit den scheiß Lecks. Aber gut, man muss es akzeptieren und es war jetzt im Endeffekt auch nicht so schlimm, weil ich es ja erwartet habe. Trotzdem hoffe ich, dass euch diese Episode gefallen hat. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da und dann freue ich mich auf die nächste Episode. Übrigens wäre es cool, wenn wir 250 schaffen. Mal sehen, ob ihr das hinkriegt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, ciao.